In FIFA Ultimate Team dreht sich alles um die Teamchemie. Wenn sie hoch ist, bekommt jeder Spieler einen Bonus auf seine Attribute. Dann läuft oder schießt er besser. Um das zu erreichen, müsst ihr ein gutes Team zusammenbauen und darauf achten, dass die Spieler untereinander harmonieren. Da ihr euch erst nach und nach immer bessere Spieler leisten könnt, ist das gar nicht so leicht, sich einen guten Eindruck davon zu machen, welche Aufstellung mit welchen Spielern gut funktioniert. Dafür gibt es ein hilfreiches Werkzeug, die Dream Squads. Hier stehen alle Spieler des Spiels zur Verfügung und ihr könnt nach Herzenslust herumprobieren. Über die Suche findet ihr auch unbezahlbare Spieler wie Ronaldo oder die Legenden auf der Xbox. Hier könnt ihr dann wirklich alles einstellen. Habt ihr einen ganz bestimmten Spieler im Sinn, geht's mit dem Namen am allerschnellsten. Ansonsten stellt Nationalität oder Liga ein. Ganz wichtig, immer unten auf Dream Squad umschalten, weil sonst passiert nämlich nichts. In der Mannschaft lassen sich dann alle Werte überprüfen und neue Strategien ausprobieren. Unser Block aus der ersten russischen Liga bringt zum Beispiel die Teamchemie schon sehr gut nach oben. Oder habt ihr Messi gezogen? Der alleine reicht nicht, denn auch um den zweitbesten Spieler in FIFA 17 muss ein Team herumgebaut werden. Das Beste an den Dream Squads kommt zum Schluss. Jeder Spieler kann mit zwei Klicks im echten Transfermarkt aufgerufen werden. Und so könnt ihr dann auch sofort sehen, was der Spieler kosten könnte und wie viele davon auf dem Markt sind. Mit den Dream Squads könnt ihr euch also eure Wunschmannschaft zusammenstellen und dann über den Transfermarkt Stück für Stück zusammenkaufen. Oder ihr probiert einmal eine neue Taktik aus, eine neue Aufstellung oder einen neuen Spieler auf einer Position. Den Vorstellungen sind dort keine Grenzen gesetzt. Probiert's aus, viel Spaß und bis zum nächsten Video.